Your system is but a portal to the virtual world, limitless by imagination, forever changing with your mind and eternally haunted by the kilobyte. Nein, das sind übrigens keine neuen Rhymes von Echo Fresh oder das neue Wahlprogramm von der SPD zur Einführung, dass man hier im Internet überwacht wird. Nein, das ist der Text zum Game von Kilobyte. Kleinen Moment. From system to system, all of cyberspace is interconnected by links established from the warp drive CDs where data can be sent from one computer to another. This is the only way you can escape your fate. Find the CDs quickly and escape to the portal at the start. Be warned, the kilobyte is hunting you and will not stop until all of your electrons have been tastefully devoured. Das erinnert mich ein bisschen an die South Park Folge, in der sie sich hier Facebook zum Thema genommen haben. Willkommen zu Let's Play First Time und zwar heute Kilobyte. Ja, ich habe euch gerade hier den Text durchgelesen. Klingt ziemlich gut. Und grafiktechnisch kann ich euch schon mal sagen, ist das Game so ein bisschen wie I Am Scared aufgebaut und I See You, was ich neulich gezockt habe. Das Game kam am 16.03.2013 raus, also ist schon eine Weile draußen, von Lord Gavin Games auf Game Jolt. Und ich würde sagen, genug der Informationen, fangen wir an. I report with my hand. Okay. Okay. Wir können wegrennen, Highscores, Options, was haben wir denn hier? Music, natürlich. Maus-Sensei, das passt. Okay. Oh, die Dingens hier gefällt mir. Kilo, Difficulty, Mega, Giga, Terra, Mega natürlich. You can run, but you cannot hide. Ja, das habe ich mir schon gedacht. You can Dr. Jekyll, but you cannot hide. 18 CDs. Okay. Oh, ist das eine? Ah, gut. Oh, das ist... Die Musik ist gut, ey. Die Musik ist richtig gut. Ah, da war noch eine, oder? Ja. Okay. Sieht aber doch ziemlich leicht aus, zumindest hier mit der Umgebung, aber meine Fresse, die Musik, ey, die ist gut, aber scary. Holy shit. Richtig geil. Hier ist nichts. Ah, zack. Das könnte noch problematisch werden, glaube ich, wenn uns hier die Kilobytes haunten. Holy shit, Musik, ey. Die Musik hat sich auf einmal geändert. Achso, wahrscheinlich, weil wir bestimmt viele CDs gefunden. Ah, oh, ja, meint. Ich liebe diesen 8-Bit, 16- oder 8-Bit-Sound, ey. Das ist großartig. Okay. Ich sehe gerade, links oben haben wir einen Akku auch. Ist das jetzt, wie viel Zeit wir insgesamt haben, oder bis jetzt hier der erste Kilobyte uns hauntet, oder was? Ah! Die Musik wird lauter. Glaube ich. Ich habe keinen Überblick mehr. So viel zum Thema, es ist nicht so groß. Ah, hier. Guck mal. Ah! Oh! Hänsel, leg eine Spur, damit wir zurückfinden. Boah, gehört das mit zur Musik? Ich glaube, ich hoffe. Musik ist echt schlimm hier. Na komm. Mein kleiner Kilobyte, das schaffst du doch. Oh, wow. Okay,
Okay, okay. Oh, shit! Oh, nee! Nee, 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 nee! Nein! Okay. 450! Ja, komm, einmal können wir noch machen. There is no end, only a conclusion. Okay. Fast so bedeutsam wie Katze Klo, Katze Klo. Okay. Ich geh mal nach System vor diesmal. Wir sind ja auch in einem. Und zwar werde ich erstmal alle hier in einer Reihe machen. Das passt so. Da ist was. Ich hoffe, dass das dieses irgendwie Part der Musik ist. Ansonsten gefällt mir das nicht. Das war's. Was auch immer das war. Na, mal nicht aus dem Konzept kommen. Erstmal hier gucken. Okay, hier ist nichts. Okay. Jetzt können wir hier lang gehen. Immer schön langsam und nach System und dann kriegen wir da vielleicht sogar auch ein bisschen was hin hier. Ja, auch nicht. Ich bin schon wieder ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ich weiß, dass das schnell ging, ich habe keinen Orientierungssinn. Ich weiß gar nicht, ist der Akku eigentlich von Anfang an da? Ich bemerke das irgendwie nicht. Entweder ist es wirklich groß hier, oder ich habe halt wirklich einfach nur keinen Überblick. Und ich weiß auch nicht, ob das immer zufallsgeneriert ist hier. Ach, sind das Power-Ups, damit der Akku nicht ausläuft so schnell, oder was? Also ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt gerade eben beim Run nicht drauf geachtet, aber es könnte sein, dass das Viech sich erst zeigt, oder die Viecher, je nachdem. Dass die sich erst zeigen, wenn der Akku irgendwie ein bisschen leer geworden ist, beziehungsweise wenn er komplett leer ist. Das heißt, dass ich annehme, dass das Game hier auf Zeit geht. Ein bisschen wie Slender quasi. Was ja quasi mehr oder weniger auf Zeit ist. Ich finde mich jetzt schon mal nicht mehr zurecht. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Deswegen mache ich jetzt meinen üblichen Plan und renne einfach wie eine besenkte Sau hier durch. Und versuche, dass ich jetzt irgendwas finde, weil nach System kann ich sowieso nicht vorgehen, wenn alles so gleich aussieht. Ich habe übrigens gesehen, dass man sich die Musik auch downloaden kann, den Soundtrack. Genau wie bei I See You. Finde ich übrigens richtig cool, weil der Soundtrack hier ist echt cool. Zumindest sprinten, das ist schon mal von Vorteil. Okay. Das ist neu. Aber nicht wirklich bedeutsam, so wie es aussieht. Frag mich sowieso, was diese ganzen weißen Klops da sein sollen. Ah. Recharged, aber irgendwie finde ich keine CDs mehr, warum auch immer. Sieht aber so aus, als ob es immer zufallsgeneriert wäre, die Level. Also zumindest sieht es irgendwie ein bisschen anders aus vom Layout her als das vorherige. Aber beim vorherigen habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr gefunden. Verdammte Axt. Das ist traurig. Ah, ich liebe solche Games. Wenn es, wie gesagt, ein bisschen... Also ich könnte nach System vorgehen, wenn die Räume da auch wenigstens sich mal ein bisschen unterscheiden würden. Sei es in Farbe oder Muster. Aber das ist ja hier leider nicht der Fall. Oh boy. Das Gefühl, dass ich die ganze Zeit, die letzten 3 Minuten irgendwie an einem selben Gang irgendwie bin.
in einem und demselben Gang irgendwie bin. Ich will mal versuchen, jetzt hier immer nach links zu gehen. Pff, wer dazu? what the shit! Ah, damn it. Ich finde irgendwie nichts mehr. Okay. Oh! Alles klar. Ich mach mal was Lustiges. Ich spiel mal auf Kilo Difficulty. Mal gucken, ob da Syntax Error Purging Humanity. Ob da vielleicht jetzt irgendwas anders ist. Okay, wir müssen 5 finden. Das klingt doch machbar, oder? Guck mal, hier ist 1. Ist es irgendwie heller? Ja, oder? Oder kommt mir das so vor? Irgendwie kommt mir das vor, als wäre das irgendwie heller. Oder ich hab's einfach nicht mehr alle. Willst du mich verarschen? Ich muss 5 finden. Hä? Ich komm hier nirgendwo raus? Es gibt nur diesen Gang? Es gibt hier nur eine CD? Are you fucking serious? Okay. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Oh, bin ich besch... Oh, meine Fresse. Ich könnte mir schon wieder ins Gesicht schlagen, ey. Oh, man! Okay, also man kann durch diese Türen durch und ich bin einfach nur ein kompletter Vollspaten und hab's nicht... Oh! Giant! Wir reden noch ein ernstes Wörtchen miteinander, ey. Wow, nee, da soll ich nicht lang gehen. Holy shit! Lass mich in Ruhe! No! Holy fucking balls! Nein! Einen Versuch noch, jetzt weiß ich auch, wie es geht, ey. Und zwar auf Kilo-Difficulty. There is nowhere known in the conclusion. Weiß ich. Also mit der blinkenden Maustaste kann man durch die... Oh, ich bin nur bescheuert, ey. Man sammelt die Dinger mit der linken Maustaste auf. Warum drücke ich sie einfach nicht mal, um mal zu gucken, ob da mal vielleicht durch die Türen gehen kann? Ach, Giant, du bist ja einer, ey. Du bist echt sowas von bescheuert. Ah. Come on. 2. Okay, das geht nicht. Das ist ne... Nein! Lass mich durch, danke schön. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Fucking shit. Kratz, fuck! Shit! Okay, ich komm hier nicht raus am... Oh, okay! So! Das war Let's Play First Time Kilobyte! Ey, guck mal, da unten steht über LGG. Naja. Eigentlich ein ganz cooles Game, muss ich sagen. Richtig cool finde ich in dem Game auf jeden Fall die Musik, wie schon angesprochen. Die Musik kann man sich auch downloaden, genauso wie das Game, logischerweise. Alleine die Musik ist auf jeden Fall ein höherer Wert. Das Game ist richtig gut gemacht. Ich bin einfach nur ein bisschen bescheuert, dass ich nicht gemerkt habe, dass man diese Türen da irgendwie aufkratzen kann. Aber ja, auf jeden Fall ein nettes Game für zwischendurch. Und ja, ich hoffe, das Game hat euch auch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich in alter Frische wieder beim nächsten Let's Play First Time.